Hey yo, was geht ab meine Freunde? Patrick hier und herzlich willkommen zu diesem Pack Opening hier auf PMTV. Team of the Season, ihr könnt es schon sehen, Freunde. Und kurz vor Team of the Season hat Meti das Ganze hier eingeläutet mit einem Pack Opening und ich habe gedacht, wir machen hier mal weiter, ihr habt das gefeiert, Freunde. Und für mehr Team of the Season Pack Openings bitte Daumen nach oben. Wir haben noch viele FIFA Points zu verblasen und eigentlich warten wir darauf, bis noch geilere oder alle Spieler irgendwie in dem Pack sind, was auch immer. Ich mache jetzt zwischendurch mal dieses Pack Opening hier. Ich nehme das noch mitten in der Woche auf. Und wenn ihr das Video hier seht, sind die Spieler jetzt nicht mehr in den Packs, denke ich mal. Also aktuell sind noch BPL, zweite Englische Liga und Benelux Spieler drin. Ja, ihr seht das schon, wir haben hier 20, 25k Packs. Das macht dann nach Adam Riese 10.000 FIFA Points. Die verballern wir jetzt, Freunde. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Ich hoffe, wir werden was ziehen, ohne Scheiß. Und dann könnt ihr ja gerne Daumen nach oben da lassen, wenn ihr weitere Team of the Season Pack Openings sehen wollt. Auch vom Meti natürlich. Und ja, ab geht's, Freunde. So, ich sitze hier auf meinem Bett gerade und da kann ich euch noch, während ich hier die Packs öffne, eine lustige Story erzählen. Und zwar, ich habe so ein bisschen Angst vor Spinnen, ja, und meine Freundin auch. Erstes Pack und wir kriegen Luis Adriano. Ich habe so ein bisschen Angst vor Spinnen und meine Freundin auch, Freunde. Und das war heute Morgen so. Ich wach auf, ja, stehe hier so in meinem Zimmer und dann gucke ich auch meine Freundin, weil die pennt eigentlich weiter, die studiert nämlich, die muss halt ein bisschen später aufstehen und da liegt die so im Bett und ich denke, okay, die pennt friedlich, ne, stehst du hier schön rum und was macht meine Freundin auf einmal? Die springt hoch, ja, also wie so eine Katze, die springt einfach so hoch und aus dem Bett raus, ja, und dann steht die direkt hinter mir, also ich habe es nicht kommen sehen, ich mache mal das nächste Pack auf, ich habe es nicht kommen sehen und wegen einer Spinne, ja. So, und ich sitze jetzt auf diesem Bett hier, Freunde. Natürlich ist sie so gesprungen, wir kriegen sie auf das. Wir kriegen sie hier, du Mann! Oh mein Gott, wir haben Özi gezogen, Freunde! Wir haben Özi gezogen! Oh, dann laber ich einmal über meine Freundin und schon kriegen wir Özi, Alter! Oh mein Gott! Was ist los, Alter? Was ist los? Wir haben Özi, Mann! Alter! Özi, Mann! Özi! Digga! Okay, Freunde, wir haben Özi gezogen. Also das Pack Opening ist jetzt schon ein Erfolg, wir können jetzt eigentlich beenden. Alter, wie Hammer ist das denn, Mann? Geil, 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 geil. Geil, 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 geil. Oh mein Gott, jawoll, Junge. Freunde. Also irgendeiner, wenn ich jetzt gefragt habe, was fängt er da an zu labern? Freunde, macht es einfach, erzählt einfach irgendwas, dann zieht ihr was. Also das ist der Trick, ja. Das ist das Laber-Pack. Boah, so, also wir haben Özi gezogen. Ich will die Story jetzt trotzdem noch kurz zu Ende führen. Also sie springt aus dem Bett, erschreckt sich, weil da eine Spinne war. Und ich denke so, was ist los? Und das ist eine Spinne. Und ich so, wo? Ja, im Bett. Und ich dann zum Bett gegangen. Ich gucke und ich finde keine Spinne. Das sind dann nicht hier diese kleinen Spinnen, das sind diese dicken schwarzen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die kommen meistens dann auch im Herbst, wenn es draußen kälter wird, rein. Und ich suche die Spinne in meinem Bett und ich finde sie nicht. Ja, und jetzt bin ich hier heute Abend wieder nach Hause gekommen. Sitze in meinem Bett mit dem Wissen, dass hier irgendwo noch so ein Vieh rumkriecht. Ja, egal, ob ich hier aufräume. So, wir haben Özi gezogen und Hammer, 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 Hammer. Was haben wir noch in dem Pack hier? Digga, unnormal, Alter, unnormal. Wirklich ab in den Verein, Özi. Mach es gut, Junge. Mach es gut, den teste ich gleich. Geil, 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 Freunde. Weiter geht's. Wir haben noch 18 Packs. Oh, schöne Story erzählt hier und dann ziehen wir sowas. Hammergeil, ey. Hammergeil. Das Freundin-Laber-Pack, so werde ich es einfach nennen. Freundin-Laber-Spinnen-Pack, was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Digga, 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 Digga. Also jetzt wird es wahrscheinlich so sein, dass wir nichts mehr ziehen werden. Juckt mich dann auch nicht. Aber ey, Digga, wir haben Özi gezogen. Und das Witzige ist, Freunde, ich kann ja auf meinem Handy gerade gucken. Der Lars ist gerade in Skype, der hört mich gerade. Der kann halt nicht mit euch reden, weil ich habe den leise. Und wobei, ich kann den Lars ja auch mal laut machen. Moment, das kann ich ja vielleicht mal machen. Und er hat gerade dem Meti geschrieben, dass ich Özi gezogen habe. Lars! Ja! Ich habe Özi! Yes. Geil, oder? Ja. Mach mal bitte gerade die Kamera an. Nein. Okay, macht er nicht, Leute. Ihr wisst Bescheid, Lars ist am Start. Und Lars, ich lasse den einfach mal da jetzt liegen. Der redet eh nicht. Könnt ihr ihn eh nicht so gut verstehen, glaube ich. Und so weiter geht's. Geil, 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 Özi, Freunde. So, nächste 25k Packs. Also ich feiere diese Packs. Gut, dass ich dieses Pack Opening hier gemacht habe. Ich habe gedacht, spontan einfach mal Pack Opening noch heute Abend hier machen.
Das ist der gleiche Abend, an dem ich auch gegen Dr. Jones gespielt habe. Ihr habt es jetzt ja gesehen, also ich habe gegen Dr. Jones im Rückspiel gewonnen. Ich bin weiter im TZ Money Cup und deswegen, ich habe gerade gute Laune und deswegen habe ich gedacht, mache ich dieses Pack-Opening hier. Das Video kam ja am Freitag online. Wenn ihr es noch nicht abgecheckt habt, checkt es ab. Das Rückspiel findet ihr, wie gesagt, auf dem Kanal von Dr. Jones. Wir sind weiter, endlich, im TZ Money Cup zusammen im Lions und sind jetzt im Viertelfinale. Es geht ja um 1000 irgendwas Euro Gesamtgewinn, keine Ahnung, verstehe ich auch nicht. Ich komme eh nicht so weit von daher, aber trotzdem geil, dass wir weitergekommen sind. Team Fitness Karte rein, die Karte rein und jetzt machen wir hier Ramba Zamba, zack, zack, zack. 14 Packs noch, komm, bitte noch eine blaue Karte, ey, das wäre der Hammer, Mann, das wäre der Hammer. Und ihr könnt auch kommentieren unten, was ihr so gezogen habt. Also das würde mich auch freuen. Ich denke, viele von euch... Was? Courtois gezogen vor ein paar Wochen. Wow, Lars hat Courtois gezogen, Freunde. Lars hat Courtois gezogen. Was habt ihr gezogen? Ohne Scheiß. Und ihr könnt mal kommentieren, ob ich die Pack-Openings oder auch der Meti kürzer schneiden soll, weil ich finde das so eigentlich ganz gut, weil da könnt ihr jedes Pack sehen. Ich möchte euch gerne die 20 Packs zeigen, was man da kriegt und so weiter, weil... Manche haben vielleicht auch nicht die finanziellen Mittel, sich das zu leisten und werden dann auch sehen, dass hier eigentlich, ja, ich habe jetzt Özi gezogen, aber größtenteils ist das wirklich Verschwendung, wenn ihr euch mal vorstellt, wie viel man für diese FIFA-Points bezahlt. Und ja, die Fitnesskarten, die save ich dann doch mal und diese Positionskarte hier, den Rest hauen wir weg. Und ja, also zieht euch das mal rein, ihr könnt gerne kommentieren, was ihr hattet und wie ihr das so mit dem Schneiden seht. Ja. Und ich hoffe mal, dass es hier weitergeht. Stürmer, Deutschland, Kießling. Okay. Geil, der Lars feiert den. So. So, so, so. Ja, das Blöde ist, ihr könnt den nicht gut verstehen. Ja, also das ist sehr leise dann für euch. Ich müsste den dann ranholen, wenn er was sagen will. Und ja, nächste Pack hier. Wir sind bei der Halbzeit angekommen. Stürmer, Lyon. Och, ey. Immer dieser Lacazette-Fake. Mann, Mann, Mann. Ey. So. Ja, ein Laie-Set, Junge. Wir haben ein Laie-Set bekommen, ey. Das ballert. Das ballert richtig. So. Nächste Pack hier. Komm. Komm, noch eine blaue Karte. Wie geil. Ich schick mal das Handy weg. Saicedo. Alles klar. So. Also ich weiß noch nicht mal, was ich sagen soll. Ich habe Özi gezogen. Es ist mit die beste Team of the Season-Karte, die bisher draußen war. Lars, gibt es eine bessere als Özi mit 94 bisher? Ja, ne? Ich glaube, einer ist besser. Einer ist besser. Okay. CVG. Ja, guckt euch ruhig mal nach, Lars. Der Lars ist mein Sekretär, Freunde. Der checkt das mal gerade für mich ab. CVG. So. Und Hammer. Hammer, 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 Hammer. Der Rea ist auf 94, ja. Und der Aguero 95. Okay, aber es ist nur einer mehr als 94, ne? Ja, bis jetzt schon. Alles klar. Ich hoffe, ihr könnt den Lars auch verstehen. So, oh, wir kriegen ein kostenloses Draft-Token. Das heißt, wir können das nächste Mal. Wir können den nächsten Mal einen Foot-Draft aufnehmen, Freunde. Ja, die Kommentare von Lars, unbezahlbar natürlich. Und ja, es sind noch 6 Packs verbleibend. Es sind noch 6 Packs da, Digga. Ich muss noch mal was erzählen. Habe ich noch eine Story auf Lager? Ich weiß es nicht. Habe ich noch eine Story auf Lager? Habe ich noch was für euch? Ich habe keine Ahnung. Ich überlege gerade. Aber ich habe gerade keine Story. Ich habe keine Story. Tut mir leid. Vielleicht fällt mir noch was ein beim nächsten Pack-Opening. Aber wir machen jetzt einfach mal so die 5 Packs auf. Vielleicht sollen wir mal ein Nose-Pack machen. Das klappt ja auch immer ganz gut, sagt der Meti. Wir ziehen Drogba. Okay. Und die Karte hier nochmal rein. Ach, das will ich doch gar nicht. Galatasaray-Waffen. Das hätte ich jetzt für Meti reintun können. Jetzt machen wir das Nose-Pack. Ohne Nose-Pack. Das ist kein echtes Pack-Opening dann, wenn man kein Nose-Pack macht. So. Komm, noch eine blaue Karte, Junge, komm! Oh Mann, ey, alter Junge. Inder von Leicester, okay. Kann man auch mal ziehen. Der Lars ist da irgendwas am Fummeln, er raschelt bei ihm, er raschelt. So. Ich glaube, das versteht man nicht so gut, Lars. Also, du liegst ein bisschen weiter weg. So. Rechtes Mittelfeld erwarten, das ist Deulofeu, Deulofeu. Keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Also derjenige, der sagt, wie man den ausspricht, der hat einen Award verdient. Ohne Scheiße. Ihr könnt kommentieren, wie man den ausspricht. Jetzt habe ich die alle in meinen Verein getan. Och Mann, ey. Junge, was ist das denn für ein bärtiger Easterbrook, Mann? So,
Zwei Packs sind noch da, Freunde, aber egal, das Pack Opening war von Anfang an ein Erfolg. Es war von Anfang an ein Erfolg. Ich feiere mich hart dafür. Und wir kriegen rechten Verteidiger von Tottenham. Es ist Walker. Den tue ich auf die Transferliste. Den kriegen wir vielleicht noch ein bisschen verkauft. Fitness, das, ich bin zu blöd dafür. So, und verkaufen alle. Schneller Verkauf. Letztes Pack, Freunde. Komm, vielleicht jetzt noch mal was im letzten Pack. Und ihr könnt wirklich gerne Daumen nach oben da lassen, wenn ihr es erstens gefeiert habt. Und wenn ihr mehr sehen wollt, wir kriegen Benteke im letzten Pack, Freunde. Das war's. Danke fürs Zuschauen. Lars, möchtest du uns noch was mitteilen zum Ende? Ich halte dich ganz nah dran. Ja, ich würde mal sagen, haut rein, macht's gut. Viel Spaß noch, genießt die Sonne und tschüss. Keine Sonne, Mann. Junge, Lars, das Wochenende wird scheiße. Pfingsten wird kalt. Freunde, haut rein. Ich bin raus. Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.